Hallo meine Lieben, ich nehme euch heute mal wieder mit bei einer Ich Keksbestellung. habe schon die ganze Zeit überlegt, wie ich es sage, also wie ich es wortwörtlich ausspreche. Es geht nämlich um jemanden, der ein Studium anfängt, und zwar Chemie. Okay, Leute, wir müssen das jetzt wirklich klären. Heißt es Chemie, Chemie, Chemie? Ich glaube, es ist egal, was ich sage. Es wird Leute in den Kommentaren geben, die sagen, nein, ich spreche es so aus. Also lasst mich gerne mal wissen, wie ihr dazu sagt. Ich bin mit Chemie aufgewachsen, deswegen werde ich auch Chemie in dem Video hier dazu sagen. Die Kekse sind nämlich für jemanden, der ein Chemiestudium anfängt. So, jetzt will ich das Wort aber auch nicht mehr sagen. Dafür dekoriere ich natürlich die passenden Kekse. Ich glaube, es werden 3 oder 4 oder 5 Stück. Muss ich mal schauen. Die ersten beiden Motive habe ich mir auf jeden Fall schon ausgesucht. Die seht ihr hier. Die werden jetzt erstmal gebacken und dann dekorieren wir Ich zusammen. wünsche euch schon mal ganz viel Spaß beim Video und kommentiert wie immer gern eure Wunschvorschläge hier in den Kommentaren. Leider Gottes ist mein Ofen immer noch kaputt. Diejenigen, die mir auf Instagram folgen, haben das Dilemma mitbekommen. Es ist wirklich blöd, wenn dein Beruf ist, Kekse zu backen, du aber keinen Ofen hast. Ich habe nur so einen Mini-Backofen gerade da. Deswegen sehen die Kekse auch nicht so perfekt aus. Und wie ihr seht, war es auch mega schwierig, so richtig schöne, cleane, gerade Linien zu Die Kekse ziehen. sind wie gesagt für jemanden, der sein Studium anfängt. Und ich muss sagen, ich selber habe ja nichts studiert, Leute. Ich habe zwar mein Fachabi gemacht, ihr könnt auch gerne mein Q&A dafür auf meinem Kanal anschauen. Habe mich danach aber entschlossen, weißt du was, Anni, du gehst jetzt einfach mal direkt arbeiten. Ich glaube, studieren ist gerade jetzt im Moment nichts für dich. Ich hatte eher so Party und Jungs im Kopf. Ich hoffe, ich blamier mich jetzt nicht, weil ich mit Chemie wirklich gar nichts am Hut habe. Ich hoffe, die Motive sind passend ausgewählt. Meistens ist in meinen Kekssets ein Keks dabei, der entweder einen Namen oder einen Anfangsbuchstaben oder ein Datum oder irgendwas Persönliches dabei hat. Das ist in diesem Set jetzt dieser Keks. Den haben wir jetzt weiß grundiert, lassen ihn erstmal trocknen und machen mit Motiv 2 Wenn ich weiter. mit zwei verschiedenen Ebenen arbeite, das heißt, wenn das Motiv eine Tiefe hat, wie jetzt beispielsweise hier dieser Mantel bzw. Kittel, den ich Dann dekoriere, arbeite ich gerne mit dieser Technik, die ihr gerade gesehen habt, die meiner Meinung nach keinen speziellen Namen hat, glaube ich. Denn wenn wir jetzt den Vorderteil des Mantels dekorieren, dann sieht man durch diese weiße Grundierung oben am Hals, dass da quasi auch Stoff dahinter ist. Wisst ihr, wie ich meine? Ich hoffe, ich habe es gut Als erklärt. Kind wollte ich immer Tierärztin oder Meeresbiologin werden. Also ich war wirklich so richtig verrückt nach Tieren. Meine Klassenkameraden haben sich auch manchmal lustig gemacht über mich, weil ich oft so ein Hundelexikon in der Schule dabei hatte, wo die verschiedenen Hunderassen quasi aufgeführt Und waren. Leute, das beichte ich euch jetzt nur, weil wir unter uns sind. Ich hatte sogar so einen Hundekäfig daheim, so eine Transportbox für Hunde, in die ich mich mal reingelegt habe. Also da war ich aber wirklich klein, ne? Da war ich, keine Ahnung, 7, 8, 9 Jahre alt. Damit ich mich quasi wie ein richtiger Hund fühle. Wie auch immer, ich habe dann noch die restlichen Teile des Kittels fertig grundiert. Das Ganze muss nämlich gut durchtrocknen, weil ich da später noch so Art Spritzer und Flecken drauf machen will. Keks Nummer 3 ist mir zugegebenermaßen auch so ein Ticken, naja, nicht verbrannt, aber er war etwas zu lange im Was Ofen. ich euch auch noch erzählen wollte, ihr wisst ja, mein allergrößter Traum wäre es, mein eigenes Keksatelier, meine eigene Galerie zu haben. Und da ich mich ja vor einiger Zeit komplett selbstständig gemacht habe, ist dieser Wunsch nur noch größer geworden. Ich habe jetzt also wieder damit angefangen, aktiv nach geeigneten Ateliers oder Galerien zu schauen. Aber wie ihr euch vorstellen könnt, ist es natürlich gar nicht so einfach. Ich möchte was haben, was nah zu meiner Wohnung ist und vor allem bezahlbar. Ich nehme euch auf der Suche nach meinem perfekten Keksatelier natürlich auf Instagram mit. Schaut also gerne mal bei meinem Profil vorbei. Jetzt aber erstmal weiter mit Motiv Nummer 3. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich dafür gerne so ein typisches, naja, was heißt typisch, Reagenzglas machen möchte. Die sind natürlich in echt nicht so neongrün, aber ich fand das Motiv ganz Als es süß. getrocknet war, habe ich irgendwie gedacht, was man nicht richtig erkennt, dass es ein Reagenzglas ist. Deswegen habe ich mir nochmal ein weißes Icing geschnappt und das Ganze umrandet. Und dieser Clip hier ist gerade übrigens in Realtime, also nicht Mit beschleunigt. der weißen Umrandung hat es mir dann auch schon deutlich besser gefallen. Bis ich das Reagenzglas fertig hatte, sind dann auch schon die anderen Kekse getrocknet, die wir am Anfang des Videos erstmal weiß grundiert Dafür hatte hatten. ich nämlich noch ein paar Farben vorbereitet. Ich finde, diese Farbkombi sah irgendwie ganz cool aus, denn ich möchte gerne den Namen des neuen Studenten quasi auf den Keks in Form eines Periodensystems Diese draufschreiben. Aufnahmen hier sind gerade übrigens auch in Realtime. Ich habe schon öfter hier in den Kommentaren gelesen, dass ihr gerne mal ein ganzes Video hättet, wo ich wirklich gar nichts beschleunige, sondern alles in Realtime dekoriert wird. Lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, ob ich so ein Video zeitnah umsetzen soll. Dann mache ich das natürlich sehr gerne für Ich euch. sage ja immer wieder, das Kekse dekorieren ist wirklich wie meditieren. Also sollte eigentlich von der Krankenkasse gefördert werden. Das ist einfach so entspannend und man ist wirklich komplett in seinem Tunnel.
Für mich ist es auch einfach eine ganz besondere Art der Me-Time. Man nimmt sich einfach mal Bewusstsein für sich selber, man kann sich kreativ ausleben, man kann ausprobieren, mit Farben spielen, mit Konsistenzen spielen. Ich sage ja auch immer wieder, das Kekse dekorieren, das lässt mich wirklich wieder zum Kind werden. Also wenn ihr es nicht schon probiert habt, dann probiert es auf jeden Fall mal aus, Leute. Ihr habt nichts zu verlieren, so ein Keks ist schnell gebacken. Auf meiner Webseite findet ihr ja auch ein paar Kurse, die ihr in Anspruch nehmen könnt. Ansonsten probiert euch einfach aus und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich natürlich auch immer gerne per E-Mail kontaktieren. Leute, ich habe einfach den Buchstaben vergessen. Also ein Feld auf diesem Periodensystem-Buchstaben-Ding. Moritz sind 6 Felder, hätte ich machen müssen und ich habe gemacht 5. Oh Mann. Ich hatte zum Glück schnell eine Lösung für mein Problem, denn ich habe mir das Periodensystem da mal genauer angeschaut und da ist mir aufgefallen, dass es ja auch viele gibt, die so 2 Buchstaben quasi haben auf einem Feld. Und ich muss ehrlicherweise auch dazu sagen, ich hätte mir das Periodensystem vielleicht vorher anschauen sollen, denn was ich da drauf geschrieben habe, ist absoluter Quatsch. Also der Name stimmt natürlich, aber dann die Elemente dazu, lieber nicht genauer hinschauen. Außerdem habe ich mega lange überlegt, ob ich viel Spaß oder viel Glück hinschreiben soll, aber ich dachte mir, viel Glück, das hört sich so an, irgendwie, keine Ahnung, ich habe lieber viel Spaß genommen. Hört sich positiver an. Zu guter Letzt habe ich mich dann noch um den Kittel gekümmert. Da habe ich einfach mit bisschen Lebensmittelfarbe und einem Pinsel so kleine Spritzer und Flecken drauf gemacht. Das geht eigentlich super easy und kann man für mega viele verschiedene Motive ummünzen. Oh, wartet mal, Leute. Mir fällt gerade auf, dass ich euch ganz vergessen habe, das letzte Motiv zu zeigen. Das war nämlich wieder was Einfacheres, Symbolisches und ich konnte die Farben, die ich quasi für den Namen verwendet habe, wieder im Set aufgreifen. Das ist immer ganz praktisch. Und dann sind wir auch schon wieder beim Endergebnis. Das hier waren dann die fertigen Kekse. Ich finde, die Farben harmonieren mega gut miteinander. Ist zwar recht viel weiß, aber ich finde, das passt auch zum Thema. Muss nicht immer so super bunt sein. Ich bin wie immer richtig gespannt auf eure Motivvorschläge. Lasst mich auch gerne wissen, ob ihr mal wieder Lust auf einen Vlog habt, A Day in My Life, ein Q&A. Bin immer offen für Vorschläge und ich liebe es, eure Kommentare zu lesen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video und bis dahin macht's gut, meine Lieben.